Gut nicht mehr. Was, in Österreich habt ihr das Bundesheer, oder? Genau. Haben wir uns munter durch den Tunnel. Da da di, da da. Habt ihr mal eine E-Mail geschickt, Sabina? Alles klar. Echt nette Leute, schreibt der Unbewusst. Du bist gar nicht so schlimm. Das ist ja was ganz anderes mit dem Singen. Nein, ich bin das mit dem Singen. Das ist der wer ganz anderes mit dem... Ja, genau, das ist der wer ganz anderes mit dem Singen. Ja, das ist der Romy. Die ist es nur noch nie aufgefallen, weil ich in der Woche kaum Zeit habe. Warte mal ab, nächstes Wochenende habe ich langes Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, mein Freund. Nimm mal diese Drohungen. So, ich glaube, zwei Aussichtsplattformen zum Abwehren der Zombies reichen eigentlich. Oder soll ich an den Seiten auch noch welche stellen? An der Mauer. Das soll nicht so funktionieren, oder? Ich denke auch, dass es so funktionieren müsste. Ich meine, von der Entfernung her, gut, du kriegst sie, wenn sie mittig laufen, nicht weggeschossen, aber stehen Spikes, im Notfall gehst du auf die Mauer rauf oder hast halt eine Sniper, dann reicht auch die Entfernung. Mit der Schrotze könntest du sie wahrscheinlich auch noch treffen, nur nicht töten auf Anhieb. Was, der will mich im Voice ganz leise stellen? Der Österreicher heißt Sadman. Nee, der ist John. Sadman John. Das ist der Sadman John. Skibidi-bidi-di-di-du. Ein Sadman. Jetzt die Stützpfeiler wegnehme. Und ich sing Bovas, Bovas, du wirst mich vermissen. Meinen Gesang, er kommt an dich ran. Oh, du liebes Sandmännchen. Was, Sandmännchen? Keine Ahnung, klingt wie die Melodie von dem. Nein, das ist von Flipper. Wir rufen Flipper. Oh, ja, genau, Flipper. Ja. Flipper, doch, du wirst mich sehr vermissen. Ed. Ach, rennen mit Zement durch die Gegend. Aktualisiert. Sehr gut, Maxien. Vielen Dank. Oh, hier ist er doch bitte wieder schön runtergestürzt. Hier hält er immer noch nicht. What the fuck? Weil hätte hier auch noch eine Säule zwischen, dann könnten wir eigentlich auch an allen Stellen Säulen klatschen.
aber dazu brauche ich erstmal Zement. Ach, was ist das? Ach, Göttin. Ach, meine Güte, wie heißt sie? Ach, fällt mir sich dein Verdammt. Ist auf jeden Fall von Bud Spencer. Nee, es liegt auf der Zunge. So, falls ihr irgendwie billige Batterien findet oder so, ne? Wir könnten auf dem Safehouse auch noch Laternchen gebrauchen. Hm. Ich glaube, Batterien ist das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe hier. Motoren schon zwei Stück. Krass, okay. Ich habe schon zwei hingestellt. Aber um es optimal auszuleuchten, bräuchte ich nur noch ein paar mehr. Es tanzt ein Biber Boho was in unserem Kreis herum. Er regelt sich und streckt sich. Oh, da sind sie drauf gegangen, die Hunde. Biber Babo was. Bababo was. Biber Babo was. Alle meine Bovas schwimmen hier am See. Stelle ich denn die Blöcke hin? Die sind ja dann von. Von zwei Seiten flext und von zwei Seiten die anderen haben. Ungünstig. Ich glaube, Bovas hat den Stream gemietet. Ist gleich kommt er rein. Halt doch einfach deine Fresse! Der ist schon auf dem Weg. Kann doch nicht angehen, oder? Ja, doch. Hellas. Oh mein Gott. Siehst du? Hast mich schon vermisst. Jetzt bist du wieder zurückgekehrt. Der verlorene Sohn ist zu Hause. Ronaldo! Ja, es ist ja bloß eine Übergangslösung. Da muss den Kisten nicht aufgeräumt sein. Ich arbeite ja auch an meiner zweiten Base, wo dann natürlich auch ein Lagersystem hinkommt und es dann auch aufgeräumt sein wird. Früher oder später. Wie eine Frauenhandtasche, ja? Man findet alles in einer Frauenhandtasche. Ja. Der aufräumt ist nur zu faul zum Suchen. Genau. So sieht's aus. Nur ein Genie beherrscht das Chaos. Genau. Vom Beherrschen kann bei dir ja keine Rede sein, so oft wie du die Kisten alle durchstöbern musst, um einen Teil zu holen. Ey, wer aufräumt, hat zu viel freie Zeit. Okay. Das muss ich mir merken. Das ist gut, eigentlich, ja. Immer wieder sonntags kommt die Ordnung. Ich hab Hunger. Hey, Animex-Flutscher. Ein Was? Student aus Uppsala, lala. Animex-Flutscher.
Oh, ich hätte jetzt Bock auf so einen Futschfinger. Oh ja. Oder ein Buletto-Nuss. Oh, geil. Alter. Oder ein Bum-Bum. Oh, das Bum-Bum. Ach ja je. Wie schnell war das Eis weg, damit der Kaugummi im Mund war? Ja, oder ein Ed von Schleck. Das heißt jetzt Haribo. Das heißt Matt von Schleck. Das heißt jetzt Haribo. Ja, ist wirklich so. Bei uns ist das jetzt ein Haribo. Das Ed von Schleck, das Original, da gibt es nicht mehr. Krass. Wow, okay. Hat Haribo übernommen, da sind jetzt die kleinen Gummibärchen drin. Okay, ich will aber den Kaugummi. Quatsch, den Kaugummi. Moment, warte mal, das Kaugummi war noch ein anderes. Das Ed von Schleck ist zum Ausdrücken. Nee, es gab noch eins, was in so einer Was? Nee. Das ist ja eine Zahnpastatube, der Kaugummi? Nee. Nee, es gab so eins, was wie so eine Pyramide, wo es nicht ganz so spitz nach unten zusammenlief, halt auch rund anstatt eckig, und ganz unten war ein Kaugummi drin. War auch so ein, was war das? Erdbeer, Himbeer, Vanille, irgendwas gemischt? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich muss mal googeln. Aber erstmal ein paar Gummibärchen essen. Kalippo? Nee. Ich finde, es sollte eine so funktionierende Kiste geben. Wäre auch nicht schlecht. Würdest du ein Haustier kaufen? Wenn ja, was für eins? Also unbewusst, wenn ich wieder die Zeit dazu habe und das Geld, dann hole ich mir Ratten und vielleicht irgendwann noch mal Katzen. Weiß ich aber noch nicht. Das ist eine super Kombi. Ja, nicht zusammen. Wobei, hatte ich schon mal. Ich hatte eine Zeit lang sowohl Zwerghamster als auch Ratten als auch Katzen. Den einen Hamster haben meine Katzen gefressen. Rattige Zwergkaninchen. Genau. Aber ich habe nämlich noch Kaktuseis. Ich. Mauszucht gehabt. Eine Mauszucht hatte meine Schwester auch. Die habe ich dann verkauft an die Schlangentypen. Wow. Meine Schwester gesagt, kannst du ja verkaufen, kriegst du mehr Taschengeld. Was habe ich gemacht? Gezüchtet. Ich stell mir das schon vor, los, bummst dir Mäuse, los. Erstmal Viagra verteilt. Oh Mann. Das darfst du keinem erzählen, ja. Na doch. Wir sind live. Ich hab eine Mäusezucht, was ja machen die denn? Ich hatte ja zwei Katzen, aber die sind ja leider nicht. Naja, meine Zucht kommt da nicht dran. Kurzhaardackel? Nein! Anzistrowälzer. Sogenannte Antennenwälzer. Die Scheibenknutscher. Ernsthaft? Oh ja, ja, mein Freund von mir hat die auch gehabt. Also ich hab gezüchtet. Naja, ich hab's so bloß durch Zufall gezüchtet. Ich hatte mir ein Aquarium geholt mit 60 Liter, da waren halt ein Männchen und zwei Weibchen drin. Ich hab das halt, ein Männchen hat Antennen gehabt und das andere hat halt, die anderen halt war blank um die Schnauze. Und ja, bei denen war nix, bei denen, die haben nix gehabt. Ja, und ich hab dann halt mal die entsprechenden Zubehörsets reingestellt, in Leuchtturm und das und das und das. Und hab mich dann immer gewundert, warum die Anzistrowälze immer in dem scheiß Leuchtturm hocken und nicht rauskommen. Jedenfalls, die Weibchen habe ich dann irgendwann mal draußen rumstürmen sehen, das Männchen hockte dann da drin. Ich dachte, was ist denn da drin? Was ist denn da? Und dann irgendwann habe ich gedacht, was ist mit meinem Kies los? Warum, seit wann bewegt sich mein Kies? Habe ich genau hingeguckt, da hatte ich, jedes Weibchen hat im Schnitt so 40 bis 60 Eier gelegt. Die sind alle was geworden. Ich hatte 80 Anzistrowälze im Aquarium. 80 wow. Kleine Anzistrowälze. Und das, sagen wir mal so, kannst du sagen, aller einmal im Monat. Ich habe zu tun gehabt. Oh. Aber das hat sich dann von alleine negiert, weil dann war so spasi und hab mal Schwertfische rein, also so kleine Schwertdreher reingesetzt.